Geschichten aus der Solo-Queue, sage ich dazu nur. Ich hatte heute auch eine Runde League of Legends vorm Stream, dachte ich mir, ach so, eine Runde League, hättest du Bock drauf. Die halbe Stunde hasse. Die halbe Stunde habe ich. Dachte ich. Dachte ich so. Wie lange hat es natürlich wieder gedauert? 45 Minuten. Banger Game. Ja, eine Dreiviertelstunde vorher schon Feierabend haben können. Aber nein. Mein Team dachte sich, das spielen wir noch mal länger. Dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir haben noch nicht lange genug gespielt. Wir müssen noch länger spielen. Hat Spaß gemacht. Tatsächlich Spaß gemacht, aber. Ich möchte mich verabschieden für heute. Bis die Tage. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein, mein Lieber. Und vielen lieben Dank für die ganzen vielen Tipps, die du hier immer wieder. Jetzt habe ich wirklich mit Ruhe gebaut, was ich nicht wollte. Verdammt. Das war jetzt gut. Genau. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Jein, wie lief's denn in deiner Auszeit? Ach, alles sehr entspannt bei mir. Tatsächlich. Aber du weißt ja, bei mir ist es immer entspannt. Wenn es bei mir nicht entspannt ist, ist irgendwas falsch. Bei mir war alles gut. Noch nicht, tatsächlich, noch nicht. In Mitte Mai fahre ich das nächste Mal runter. Und dann ist die frohe Kundschaft auch dann hoffentlich wirklich da. Oh, jetzt bin ich aber nur. Ja, mehr oder weniger einfach nur so gefahren, ne? Mal wieder Hallo gesagt. Du kennst das. Manchmal muss man auch mal Hallo sagen. Ich hasse es, dass man nicht sieht, wo hier die Verbindung. Wo er die Verbindung kriegt. Das kann doch nicht sein hier. Warum kriegt denn hier keine Autoverbindung? Ups. Wahrscheinlich, weil hier. Was zur Hölle habe ich gemacht? Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Jetzt vielleicht hier vielleicht dran. So, dann bauen wir den Kollegen noch. Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht schon reicht. Gott, bis nach oben. Ich habe die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Hallo. Bis nach meinem Süd hier runter. Ja, bauen wir mal so. Und dann das letzte Stück. Na komm. Jetzt geht mir die Verbindung. Mal bauen. Spaß. Ja. Ja, nehmen wir mit, ne? 90 Tonnen Kanner. 76 bringen wir weg. Das heißt, hier wird gleich wahrscheinlich wieder die Putzkolonne kommen. Geil. Inuit sagt man, genau. Ah ja, genau. Geil. Wie viel Stau willst du haben? Ja. Oh nein. Oh nein. Ja, dann lasst ihn hier rein, aber. Oh Gott. Voilà. Voilà. Ja gut, einmal im Jahr muss man ja mal. Ist aber voll, ne? Sehr gut. Ja, wie geil die dann mit ihren 3 Tonnern jetzt losdonnern. 3 Tonnern losdonnern, finde ich gut. Hast du den Stau in LKW-Ladung bestellt? Ein bisschen. Minimal. Und das nur, damit sie dann die 75 Tonnen, die hier drin liegen, nach hier liefern können. Oh nein, das wird ganz schlimm hier. Wisst ihr warum? Weil unsere Züge ja jetzt jedes Mal sagen, ey, der Laden ist voll. Dann machen wir den nochmal leer. Dann fahren die hier wieder runter. Ja, wir müssen ein bisschen drauf aufpassen, dass wir genug Fleisch haben. Obwohl, dann können wir ja jetzt eigentlich mal so langsam hier auch ein bisschen. Ich meine, hier arbeiten 5 Leute. Wir haben 5 Leute gearbeitet und das Ding ist hier trotzdem, ne? Also. Oh Gott. Kommt schon der nächste Zug? Okay, der fährt nicht. Der müsste eine weiße Ladung haben, also eine weiße Waggons. Ich
Freue mich schon, wenn hier dann demnächst mal wieder ein Zug entlang fährt. Aber die Züge haben nicht so Interesse, hier loszuballern, ne? Die machen hier alle Essen und so. Sollen wir uns noch ein... Ich weiß nicht, ob wir uns das erlauben können, noch eine Lokomotive an den Start zu bringen. Aber wir kaufen trotzdem eine. Wir kaufen trotzdem noch eine Lokomotive. Eine eh noch. Eine Lok noch. Was haben wir denn hier? Zweimal die 52 und zweimal die 63. Wir haben jetzt das Geld, deswegen kaufen wir nochmal die 52. In der Hoffnung, dass hier noch mehr losfährt. Ach so, nee. Mit Tiduin spielt er definitiv nicht. Tiduin spielt auch mit wirklich anderen, oder? Oder bin ich crazy? Oh, hat Tiduin mich nicht gefragt? Hey, hat er nicht mitgespielt? Hat Tiduin gefragt? Instant. Sofort dabei. Warum macht er denn jetzt hier den Kram da unten nicht mehr? Weil ich dumm bin. B-laden. Nicht entladen. Fällt bestimmt direkt an. Der Klassiker. Der Klassiker. Am Freitag gespielt und diesen Samstag. Ah, okay. Sehr cool. Kann ich vielleicht mal beim lieben Pazzi ein bisschen reinschauen, wie es bei ihm denn so ist. So, das sieht doch schon viel besser aus. Und, jawohl, da fahren sie wieder. Das wollte ich doch die ganze Zeit sehen. Das wollte ich doch die ganze Zeit sehen. Alle 5 Minuten, dass unsere LKWs komplett ausrasten und sagen, ich muss mal 75 Tonnen von A nach B bringen. Oh, der Dreckschnee ist weg. Yes. Endlich Frühling. Ach, geil. Ich finde das so lustig. Also ich finde es wirklich funny. Jetzt haben wir hier nur 3 Arbeiter oder was? Oh Mann. Worth it, Alter. So gut. Ist einfach richtig gut. Und da kommt der richtige Bus. 90 Leuten. Wie viele Leute landen hier? Wäre schon ganz gut, wenn wir den Laden hier voll machen könnten. Ja, sieht gut aus. 28 Leute. Sehr gut. Wie schnell man einfach Fleisch produzieren kann, das ist unnormal. Einfach crazy. Ach lol. Als ob wir keine Nahrung mehr hätten. Wir müssen Nahrung einkaufen. Weil das hier ist natürlich dann instant weg sonst. Aber gut, der Fleischexport, der bringt ja nochmal richtig viel Geld. XXX Kleini Li XXX. Was noch der noch mitspielt? Das ist ein der? Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein die. Null. Müssen wir mal reinschauen. Kenne ich tatsächlich beide nicht. Aber Pazzi kennt auch deutlich mehr Streamer als ich. Ich kenne so 5. Gefühlt. So, wo fährst du denn hin? Du fährst hier runter, ne? Mhm. Wir müssten hier mal wieder das Lager ein wenig auffrischen mit Kohle. Ach, das macht er ja gerade. Toll. Wie viele Tonnen machst du voll? Ah, perfekt. Nein, nevermind. 45? Das haben wir doch alles geändert, damit er nicht mehr so leer hier runterfährt. Schauen wir mal, ob wir hier... Wo laden wir denn die Kohle ein und aus? Rohstoffe beladen. Speicherprozentsatz in dem Ding reichen mir eigentlich 50%. Den können sie eigentlich... 40 sogar. Den können sie leer machen und den können sie voll machen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Angaben ohne Gewehr. So, warte, okay. Hey.
Ich hab nichts gesagt. Fährt er jetzt instant wieder mit dem gleichen Kram los? Er fährt mit dem gleichen Kram nochmal los. Gleich nochmal. Und los. Einmal den gleichen Song nochmal hier. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. So, er fährt hier wieder runter. Über die Brücke. Die Brücke aus der Hölle. Und nimmt 8,3 Tonnen. Was ist denn los mit ihm? Wir haben doch hier extra ein Lager vorgesetzt, damit das funktioniert. Also für 8,3 Tonnen muss er hier nicht rüberfahren. Das lohnt sich nicht. Okay, irgendein Fehler ist hier noch drin. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Speicherprozentsatz 0. Den kann er komplett beladen. An der Rohstoffe-Entladenstation macht den Laden voll. Wie viele Tonnen sind denn hier drin? Wäre vielleicht auch noch interessant. Der Laden ist voll. Setup beim Laden, ja. Wir haben extra nochmal einen Rohstoffspeicher davor gesetzt. Dass er direkt aus dem Rohstoffspeicher nimmt. Beim Laden. Geht hier schon wieder los. Weil vorher hatten wir da so ein Ding, glaube ich, einfach davor. Und dann ging das nicht. Deswegen haben wir ein Lager davor gesetzt. 36 Tonnen, immerhin mehr als 8. Und dann haben wir hier auch ein Lager dahinter gesetzt. Aus Gründen. Aber mir wäre es ganz lieb, wenn hier 100% drin landen würden und nicht 36 Tonnen. Zack. Kann sein, dass der Bahnhof Stromprobleme hat. Maybe. Schauen wir mal. Ups. Wir haben sogar ein Windrad dabei gebaut. Also, das muss schon krass sein. Ich würde gerne noch ein Windrad bauen. Aber wir haben noch ein Windrad hier rein. Vielleicht wird es besser. Schauen wir mal. Der hier brettert doch bestimmt schon wieder der nächste zu uns los, oder? Würde mich jetzt nicht wundern. Wenn hier die ganze Zeit einer mit 30 Tonnen von A nach B fährt. Oder im Dingens. Also Spannung ist da, Leistung brauche er offensichtlich nicht, weil der Laden voll ist. So würde ich es interpretieren. Okay, sobald er... okay. Dann bricht er das Laden ab. Das ist wichtig zu wissen. Tatsächlich. Ich habe übrigens das Gefühl, dass das nicht reicht hier, was wir hier haben. Und dass wir noch ein bisschen was früher oder später nochmal hinterher bauen müssen an Zugverteilerstellen. Aber wir könnten ja eigentlich theoretisch da hinten hier irgendwann eine Zugverteilerstelle noch anbauen. Das könnte sinnvoll sein. Aber er hat Fleisch weggebracht. Sehr schön. Wir kommen auf... Ach, wir haben für 400.000 Dings gekauft. Ja. Oh Gott. Fleisch beladen wir definitiv zu viel. Und alle 5 Autos... Autos sehe ich schon. Aber alle 5 Züge sind auch unterwegs. Was sehr cool ist. So. Ja, da war in der Zwischenzeit keiner. Aber da müsste jetzt gleich wieder einer losfahren. Das würde mich jetzt nicht unbedingt wundern. Muss
muss die Windräder nicht anschließen, aber was ist eine Optik? Ich glaube, die Windräder muss ich nicht anschließen. Die geben, genau, die geben in seinem Umkreis quasi, geben die Strom. Das ist ja im Prinzip wie hier das Kohlekraftwerk. Das gibt ja in einem gewissen Umkreis auch Strom. Gibt ja auch Strom ab. Und entsprechend sollte das, wenn ich sie anschließe, dann kann er natürlich höhere Produktionszahlen hier quasi liefern. Und das Netz auch befüttern. Aber so funktioniert es, soweit ich weiß, auch. So, jetzt der falsche. Die haben nur einen Ausgang, damit du den Strom transportieren kannst. Genau. Damit ich ihn im Zweifel nochmal von A nach B schippern lassen kann. Aber allgemein wird es wahrscheinlich reichen, wenn ich hier irgendwie 5 Windräder reinstelle und dann ist das hier alles verbunden. Das sollte schon funktionieren. Die Jungs haben sie natürlich wieder komplett leer gekriegt. Aber wir kaufen jetzt auch noch fleißig Pflanze ein. Sehr cool. Das ist der Standardzug, ja. Okay, mein Fehler. Was gelernt? Du, dafür sind wir doch da. Dafür sind wir doch da. Und ich lerne ja auch die ganze Zeit. Also das mit den Windrädern zum Beispiel wusste ich auch nicht. Ja, setz doch einfach ein Windrad daneben, weil immer so. Warum? Verstehe ich nicht. Wie funktioniert das denn? Aber die bringen dir halt super wenig. Die bringen halt technisch gesehen echt wenig Input. Also die, beziehungsweise Output, so rum. Nicht in, sondern out. Ich meine, was kann der 15 Megawatt und 35? Das ist halt nicht so viel zu 560, was das Solarkraftwerk macht. Oder die 1400. Natürlich viel, viel mehr. Warum steht bei mir willkommen im Chat? Bin ich noch im Stream? Bin ich noch da? Hallo? Was steht denn da jetzt willkommen im Chat? Es freut mich, dass Twitch mich begrüßen möchte, aber wäre froh, wenn ich noch da wäre. Ich glaub, das ist halt ja oben auch so eine Geschichte, die wir jetzt nach und nach machen müssen. Willkommen im Chat. Ja, danke dir. Ja, das müssen wir auch noch machen. So nervig, dass ich das nicht einfach alles machen kann. Das kann ich noch sagen. Guck mal, das können wir auch schon mal sagen. Das können wir auch bauen. Wo baut er denn? Ah, Klassiker. In der Sekunde, wo ich rausgehe, will ich wissen, wo er ist. Baut er wieder in gewissen Tunneln? Nee, ist aber zu Hause. Okay, na gut. Komm, Chat. WB, WW. 100 Leute ohne Wohnung. Also es sind nur 100 Leute ohne Wohnung und 7% Arbeitslosigkeit. Das geht. Wegen des kleinen Kindes. Wo kann man das sehen wegen kleinem Kind? Wer arbeitet hier wegen keinen Kindern? Hier oben. Oh, der Laden ist ja auch schon wieder voll. Wie viele Kindergärten willst du bauen? Ja. Wir haben so viele kleine Kindergärten gebaut hier, ne? Ist der Wahnsinn. Wir bauen noch einen Kindergarten. Und natürlich bauen wir den nicht mit Rubel. Wo ich schon wieder falsch mache. Oh, Wärme. Ach lol, der ist ja auch das Wärmekraftwerk. Der daneben, das sollte schon passen, aber. Oh no. Ja. Warte ich mir. Nochmal. Garten. Sehr gut. Können Sie mal in Ruhe bauen. Schöner Kindergarten neben dem Heizwerk. Ja, damit sie schon mal wissen, wo sie später arbeiten dürfen. Schön die Kohle schippen. Oder liegt es eventuell daran, by the way, weil wir hier Kohle kaufen? Vielleicht daran? Liegt es daran? Dürfen wir keine Kohle hier kaufen? Tendenz, einen Wohnblock zu 2 Kindern. Ja. Ja, das ist die Tendenz. Hier war einer mal ohne Kindergarten. Das ist nicht ganz so dramatisch. Ich habe Angst, dass wir hier unten die Probleme auch haben. Wir haben hier keine Kirche. Wollen wir euch eine Kirche noch bauen? Kirche. Eine kleine.
Eigentlich nicht die große, einfach genau, hier so eine kleine. Wo ich hier noch irgendwie mit reinbasteln. Warum denn nicht? Wir wollen euch ja glücklich machen. Zwei konnten kein Fleisch bekommen, das ist aber okay. Das sieht mir danach aus, als würden wir hier noch eine kleine Kirche bauen. Reicht mir. Und hier oben bauen wir, glaube ich, noch eine kleine Kirche. Ja, das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ein, zwei Leute, die hier keinen Kindergarten haben, das ist ja... Oh! Ha! 35 Leute ist natürlich ein bisschen viel. Also wir bauen hier auf jeden Fall auch nochmal einen Kindergarten hin. Weil Kindergärten kann man nicht genug haben. Ja. Also ich würde es schon neben dem Knast ein bisschen fühlen, ne? Berufliche... Ach, gegenüber vom Knast muss es dann sein, aber... Ja, doch, doch, doch. Das müssen wir... Richtig sinnvolle Orte gibt es ansonsten nicht, ne? Außer man sagt, okay, wir verzichten auch ein bisschen auf die Straßenverbindung. Können wir auf die Straßenverbindung verzichten? Soll ich knackig im Kindergarten arbeiten? Die Vorstellung. Oh. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier haben wir auch 12 Leute ohne Essen. Aber 10 Leute ohne Kindergarten, das ist viel schlimmer. Deswegen bauen wir auch hier nochmal einen Kindergarten. Können wir den hier rein? Ah, den können wir hier rein. Das finde ich cool. Heizung haben wir auch in der Nähe. Perfekt. Keine Schule gibt. Wait a second, habt ihr keine Schule oder keinen Kindergarten? Sie machen keinen Kindergarten, okay. Alles gut. Von mir aus bauen wir hier noch eine kleine Schule rein. Mir ist das doch. Für mich ist das doch hier kein Problem. Schulen können wir doch bauen. Gegenüber vom Waisenhaus müssen die auch nicht mehr so weit laufen. Dann wollen wir nochmal in unsere kleinen Herzstadt schauen, ob es hier aussieht. Einer konnte kein Fleisch bekommen. Da konnte jemand kein Essen bekommen. Das ist nicht so schlimm. Zwei Leute kein Kindergarten. Nee, Kindergarten wird hier kein Problem sein. Aber das sollte zumindest die 200 Leute, die wegen Kindergarten zumindest nicht arbeiten können, senken. Das Problem ist... Dadurch steigen eigentlich nur die Leute mit fehlendem Arbeitsplatz. Gegenüber vom Knast, damit sie leeren Respekt vom Staat zu haben. man braucht nur die Gebäude. Man braucht nur zu Gebäuden eine Straßenverbindung, wo LKWs, Busse per Linie oder wohin sollen, Feuerwehr, Polizei etc. Die brauchen dann keinen Anschluss. Makes sense. Im Test durchgefallen. Einmal nach gegenüber. das ist schon Kategorie. Finde ich gut. ja, XD. ja. Das beschreibt sehr genau, was ich mir gerade gedacht habe. XD einfach nur. Uiuiui, 1,2 Tonnen. Muss sich ja lohnen, dass wir hier 5 Leute arbeiten lassen. 5. Das muss reichen. Oh, ihr habt wirklich alle keinen Kindergarten, ne? Einer muss hier wahrscheinlich echt noch hin. Ein letzter Kindergarten. Stehen neben dem Gerichtsgebäude auch nochmal. Einer neben dem Knast, einer neben dem Gerichtsgebäude, einer vielleicht noch neben die Polizeistation. Und doch quasi alle... Optionen abgedeckt, was sie so werden können in unserem kleinen Ländle. Oh, das kriegen wir sogar rein. Ist zwar ultra eng. Können wir das so rein? Wie schöner. Nee, auf keinen Fall. Ist zwar ultra eng, aber
Nehme ich. Finde ich irgendwie ganz cool hier. Finde ich eigentlich ganz cool hier. Das heißt, dann können die zumindest auch das hinbekommen. Einige haben auch keinen Sportplatz. Aber hier ist ein Hallenbad in der Nähe. Ich denke auf die Schule. Hier ist ein Hallenbad in der Nähe. So. Also den Preis noch ein bisschen niedriger. Weiß nicht, was das mit der Bewertung zu tun haben soll, aber hey. Was soll's. So. Der Spaß funktioniert hier auch. Das war super wichtig, dass wir das gemacht haben. Hui. Und hier waren auch schon mal 1500 Tonnen drin, ne? Also der Laden war hier auch schon mal voll. Ups. Na, eigentlich können wir hier auch die Prio hochsetzen. Und wenn der Kollege das hier gemacht hat, können wir nämlich dann das Bitumen noch an den Mann bringen. Aber dafür bräuchten wir auch nochmal eine neue Zugverteilerstelle, glaube ich. Weil wir keine Waggons dafür hätten. Und ohne Waggons wird es schwierig. Oh, Prio. Du. Auch schon, okay. Habe ich richtig eingestellt. Blau weg. Nee, Vladimir. 60 Leute ohne Job. Ist das besser? Vermutlich nicht viel, aber... Und hier kommt eher am wenigsten, aber die müssen natürlich irgendwie rauskommen. Ist immer wichtig, dass die hier wegkommen. Ach, lol. Ich dachte gerade, der hier und der hier würden zusammen werden. Das macht natürlich keinen Sinn. Achso, Sprecher. Trotzdem braucht zwei Hauptstraßen. Achso, eine müssen wir noch rausnehmen. Dann nehmen wir die zwei, glaube ich, raus. Und sagen, zwei, stopp. Das hier ist wichtiger, dann das. Ja, passt mir. Passt mir gut, passt mir gut. Gucken wir mal, ob wir unsere Arbeitslosigkeit so ein bisschen senken können. Sind wir ehrlich? So ganz wird das nicht passieren. So ganz wird das nicht passieren. Wir kommen jetzt sicherlich nicht mal eben auf 2% oder so, wo wir schon mal waren. Wo ist unser Zug? Wo ist Kollege Turnschuh schon wieder? Road and Rail Crossing mit... Der hat nicht genug Strom. Willst du mich veräpfeln? Du bist hier verbunden und hier. Und hast nicht genug Strom? Es ist ja crazy. Apropos. Und da war er gerade. Wie voll ist... Ja, ja. 300 Tonnen. Das ist schon mal mehr als sonst. Das ist ja mal mehr als sonst. Also das, sonst liefert er immer hier 5 Tonnen ab. Der Zug. Und Nick, zu dem frei. Hallihallo, er ist live und ich habe Zeit. Unglaublich, ja moin. Ja, ausnahmsweise war ein Tag, wo du nicht streamst. Was ist da denn los? Warum streamst du denn nicht? Normalerweise ist das doch jetzt ein Tag, wo ich immer wieder waiten kann. Aber Nick, ich war ja jetzt 2 Wochen auch nicht da. Ich war ja in der Heimat, auf Heimatbesuch und da kann man ja nicht streamen. Ah, du machst mittwochs frei. Ich dachte immer, du machst montags frei. Machst mittwochs frei. Nevermind. Irgendwann wollen die Videos ja geschnitten sein. Und die Frau will ja auch mal ein bisschen Hallo gesagt bekommen. Ja, hier haben wir
einen Wahnsinnsrespekt davor, wie viel, wenn Leute so wie du jetzt so super viel streamen. Also, ich meine, fast jeden Tag, ne? Bei dir, jetzt außer Mittwochs. Bei Zwerg genauso. Montags bis Freitags. Jeden Abend. Richtig crazy. Könnte ich, glaube ich, auch gar nicht. Ach, obwohl. Könnte man wahrscheinlich schon. Ha. Ich glaube, ihr wart zu lang unterwegs. Bist nur von der Busplattform bis nach hier hingefahren. Oh Gott. Das war dir schon zu weit. Lots Alok. Gebt natürlich auch direkt noch einen Sub an Nick. An unseren lieben Nick Frei. Vielen lieben Dank dir, mein lieber Lord Zalok. Und Nick, genießt die total tollen Emotes, die alle sehr individuell sind. Vor allem die, die nicht vorhandene Werbung, das ist, glaube ich, das Beste. Von nix kommt ja nix, habe ich mal gehört. Apropos von nix kommt nix. Was sagst du zu dem, also erstmal, Big Ambitions war das, glaube ich. Holy moly, da hast du ja richtig losgelegt. Seit wann machst du denn Tutorial-Videos? Also ich hab's in erster Linie, was passiert hier schon wieder? Was 0,15 Tonnen, was, irgendwas machen wir hier falsch. Irgendwas machen wir gravierend falsch für die Leute hier. Ich hab, das Spiel keine Tutorials anbietet. Hey, mega gut. Die sollen mal die Tutorials einfach in das Spiel integrieren. Deutsches Tutorial hier. Guck das Video von Nick. Das ist gut. Dann verstehst du auch alles. Easy peasy lemon squeezy. Ich war richtig verwundert an dem. Das war, glaube ich, ein Vormittag, wo das rauskam. Und alle 5 Minuten. Da hatte ich nur, was geht denn da auf dem Discord? Ich habe auch Tutorials zu Prison Architect gemacht. Ei, das ist actually auch sehr sinnvoll. Bei Prison Architect, also als ich das erste Mal Prison Architect rausgeholt habe, dachte ich mir, was zur Hölle tue ich da? Und wer kommt denn da rüber? Deka! Ha, einfach mal mit 3 Leuten. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Deka. Wie war's bei euch? Was gab's bei euch? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen, schönen Stream an diesem wunderschönen Mittwochabend. Halli, hallo, meine Lieben. So. Nur noch ein Shoutout an unser lieben Dicker. Dicker, was gab's bei dir? Guten Abend. Gaffer Gandalf, halli, hallo. Schönen guten Abend. Schön, dass du mit rübergekommen bist. Ich prügel dir noch die Vorwärtsschilder ein, ich sag's dir, ich glaub auch. So, Sea of Thieves. Oh, sehr spannend. Sehr cool, Digga. Das macht doch immer Spaß. Ich hoffe, ihr habt erfolgreich ein paar. Ja, wenigstens fährt er nicht so ganz so groß. Piraten, Schiffe geentert oder so. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Wie viele Tonnen nimmt er mit? 39. Das liegt, glaube ich, wirklich an ihm hier, ne? Er hat doch bestimmt mit ihm einfach. Er hat einfach ein Problem mit ihm. Ach, guck mal. Raider, der zum ersten Mal chattet, steht bei Gaffer Gandalf. Und Raid Leader steht bei Deka dabei. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Genau außer Reichweite, ne? Ist natürlich ein bisschen nervig, aber schwierig. So ein paar Jahre her. Ah, okay. Damals. Damals, zu YouTube-Hochzeiten. Da ging das noch. Irgendwas rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil er auf beiden Seiten zu viel Platz braucht. Und hier möchte ich eigentlich. Obwohl, weißt du was? Wir machen das jetzt ein bisschen wild. Aber. Das wohl, wenn ich hier einfach sage, wir bauen hier so eine, genau, eine Straße nochmal quer. Die muss auch nicht schön sein. Das ist absolut ausreichend. Absolut ausreichend. Und dann sagen wir hier großes Windkraftwerk. Boom. Boom.
Und dann hoffen wir auf genug Wind. Big Ambitions ist genial. Die haben die Roadmap überarbeitet. Da lese ich vieles, was ich in meinem Review kritisierte, nun plötzlich drin. Sehr geil. Das ist bei mir auch im Urlaub. Alles gut. Jetzt brauchen wir noch ein Windrad. Ja, sicher. Wir brauchen noch mehr Windräder. Wenn das nicht ausreicht, brauchen wir noch mehr. Ist aber klar. Oder hat er dann nur Verbindung zu einem der Windräder? Oder kann er sich mit allen vieren verbinden? Ich weiß es nicht. Stimmt, die Roadmap hast du bei dir im Discord gepostet, ne? Guck ich mir jetzt erstmal an. Ich hab viele Discords auf stumm gestellt, deinen nicht. Bei dir ist so, ja, ab und an gibt's da echt gute Informationen zu coolen Spielen. Und Big Ambition ist eigentlich auch ein Spiel, was eigentlich auch ziemlich cool sein kann. Roadmap da. Hab ich doch irgendwo gelesen gehabt. Early Access. Speed-Variabilität. Macht schon mal Sinn. Happiness Booster Added Fitness Studio. Okay. New Business Type. Graphic Designer. Und Food and Vegetable Store. Sehr nice. Story-Modus. Die machen da einen Story-Modus rein. Ist ja geil. Ich überfliege mal so ein bisschen. Automatisch aktiviert. Early 03. Warte, was ist das? Mai 2023. Ah, okay. Und im Juli soll dann was kommen? Controller Support. Electric Scooters. Oh Gott, please no. New Business Type Nightclub. Das finde ich geil. Hairdresser. Ey, die haben ja richtig was vor. Also die machen ja richtig was. Wie viele Entwickler sind da dran? Wie viele sind das? Post-Release-Streams. New City, Paris, London. Koop-Multiplayer. Koop-Multiplayer kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Sehr nice. Sieht nach Spaß aus. Sieht nach ganz viel Spaß und Freude aus. Ja, Entschuldigung, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Die Dunkelflaute macht seine Stadt zunichte. So ein bisschen. Ja, Workers hat ja auch eine neue Roadmap. Besten mal Anstoß. Wieso Anstoß? Was war da? Das hab ich tatsächlich da nicht mitbekommen. Ist schon drin, den ändern die und machen den abbrechbar. Ah, okay. Noch 2,5, okay. Das ist gar nicht mal so viel dafür, dass das Spiel schon echt viel kann, ne? Also zumindest, was ich jetzt bei dir gesehen habe. Ich habe Big Ambition nur bei dir gesehen. Als du das... Ich weiß gar nicht, du streamst es aktuell noch? Ich glaube schon, ne? Ich war die letzten 2 Wochen nicht auf Twitch unterwegs. Weil ich ja in der Heimat war und dann war ich abends mal unterwegs und habe dann nicht mehr groß auf Twitch geschaut, wer so online ist. Mhm. Ist eigentlich das Unglaublichste. Das Game wurde mit 2,5 Leuten entwickelt, ja. Aber 2,5 Leute, sind wir ehrlich, ne? 2,5 Leute, die eine Vision haben, die wissen, was sie haben wollen. Die wissen, okay, wir wollen dahin. Dahin. die können natürlich auch super viel irgendwie erreichen, ne? Bin schon durch. Ab 10 Minuten hatte ich keine Lust mehr. Ja, okay. Wenn man einmal, ich sag mal, das ein bisschen in Anführungszeichen das Maximum erreicht hat, dann ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Software Inc. Das war es ja ähnlich, wo du dann irgendwie 60, 70 Millionen auf hohen Kante hattest und war so, ja, jetzt wiederholt sich irgendwie alles. Und ja, bei Software Inc. wiederholt sich am Ende alles. Anstoß, Aussage vor Release. Wir erinnern den Titel. Anstoß 22. Jetzt bin ich verwirrt. Haben die jetzt nochmal den Titel geändert? Haben die jetzt nochmal den Titel geändert, damit sie wieder noch mehr Geld aus ihrem... Ich
Ach so, lol. Die haben gesagt, wir ändern die Roadmap und haben nur den Titel geändert. Wir ändern den Titel, die Zahl kommt perfekt, aber die Roadmap wird unverändert. Lol. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, das, ja. Was soll man da sagen? Komm, was soll man da sagen? Dann Release und die neue Roadmap. Allgemein, dass die halt auch wirklich ein. Also komm schon, du kannst natürlich ein neues Spiel rausbringen. Und dann hinterher nach Full Release sagen: Ja, jetzt machen wir mal eine Roadmap auch. Was ist denn das? Ja, wir müssen hier mal wieder ein bisschen zuweisen. Wir haben schon die ganze Zeit. Also, was passiert hier gar nicht? Was passiert hier nicht so viel? Und hier müssen noch Dinge geschehen. Okay. Ja, hier sieht das auch schon ganz gut aus. Wir wollen ja hier mal Richtung NATO-Grenze hier gehen. Jetzt sehen durch das leicht bläulich schimmernde diesen bläulichen dieser bläulichen Linie, die hier oben aus Öl und Sprit und so exportieren. Schauen, ob das irgendwann noch klappt. Einmal wieder ausblenden. Dann können sie hier wieder weiterbauen. So, Pause ist dann leider langsam auch um. Ich melde mich. Danke dir, Markus. Bleib gesund und hab noch einen schönen Arbeitstag. Und eine Arbeitsnacht in deinem Fall. Ja, das sieht doch hier viel besser aus. Sehr schön. Das heißt, das funktioniert auch. Wenn er nichts braucht, produziert er nichts? Oder war das jetzt einfach nur lucky, dass der gerade nicht produziert hat? Ich weiß nicht. Bis bald. Genau, bis bald. Nick, was gibt's bei dir morgen? Was gibt's bei dir morgen zu sehen? Ich hoffe ja immer noch, wenn's. Also jetzt nicht nächste Woche oder so, aber da so. Diesen Radsportmanager. Wann kommt denn da der neue Teil? Den würde ich nochmal gern bei dir sehen. Baut das? Ja, ihr baut. Sehr schön. Wo bist du gerade? Du bist auf dem Rückweg. Beste bei Anschluss war das Interview mit dem Geschäftsführer. Spielst du gut wie fertig und komplett? Oh, no. Immer diese Geschäftsführer, die nicht wissen, was ihr Unternehmen tut. Ja, grenzt es nicht schon so ein bisschen an, wie sagt man so schön, verhohene Piepelung deiner Einkäufer? Community Manager, wer behauptet sowas? Die Presse schreibt schon mal Dinge, die nicht abgesprochen sind. Nicht stimmen. Aber war der Pressemanager bei Anstoß nicht auch so, das ist auch derjenige, der dann auch irgendwie YouTube-Videos dazu gemacht hat, ne? Der war auch gleichzeitig Pressemanager, oder Presse, Community Manager, so. Ne? Irgendwie sowas war bei dem doch auch. Hätten sie mal dich angestellt. Wohl. Sind wir ehrlich. Hätten sie einen von uns angestellt, hätten wir wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt, Leute, das dauert noch Jahre. Da kommt nichts. Macht euch keine Hoffnung. Das Geld ist verprasst. Hier gibt's nichts. Gibt's nichts zu sehen. Außer ein unfertiges Spiel und wir können leider nach der Saison nicht speichern. Oh, richtig sad ist. So, jetzt gibt uns mal eine Straße hier. Wer lernen will, wie es nicht geht, kann man Anstoß analysieren. Bitte nicht. Tut es nicht. Niemals, niemals Anstoß analysieren. Das kann nichts werden. Ja, das sieht hier zumindest richtig aus, was er hier macht. Das sieht hier durchaus vernünftig aus, was er hier tut. Dauert natürlich alles noch so ein bisschen und wenn der Teil hier dann gemacht ist, dann sind wir fast soweit. 4% Arbeitslosigkeit, was actually ganz gut ist. 330 Leute ohne eigene Wohnung, die kriegen wir hier ganz bald sicherlich auch in dieser Stadt hier unten unter.
Wird schon ganz gut. Nur noch 20 aktive Spieler pro Tag. Ja, und das sind wahrscheinlich die 20 Tester, die am Ende ist da. Obwohl, 5 Entwickler, die testen müssen, ob es funktioniert. 5 Wahnsinnige, die das Spiel spielen und nicht beenden können, weil es ja nicht speichert. Und 10 Tester, die sie angestellt haben, die dann testen. Ah, schön. Ach Gott, das hat auch wieder Spaß gemacht. Es war ein ganz fantastischer Stream. Ich habe sehr viel Spaß mit euch gehabt. Nach der zweiwöchigen Abstinenz